sogar zwei. Fürs Omelett legt sie vier. Die Henne, die heißt Caroline, ist das ein liebes Tier? Bei den Eierpreisen haben wir ein Huhn gekauft. Wir nahmen's mit nach Haus und haben es Caroline getauft. Wir sitzen vor dem Küchentisch, der Hunger ist schon groß. Plötzlich rührt sich Caroline, was hat sie denn bloß? Die Henne legt ein Ei, zum Frühstück sogar zwei. Fürs Omelett legt sie vier. Die Henne, die heißt Caroline, ist das ein liebes Tier? In der kleinen Wohnung gibt es leider ein Problem. Das Huhn um 5 Uhr früh schon schreit, das ist nicht angenehm. Die Nachbarn sind schon sauer, einer holt die Polizei. Die fragt, was ist denn los, da sagt er, hören's doch das Geschrei. Die Henne legt ein Ei, zum Frühstück sogar zwei. Fürs Omelett legt sie vier. Die Henne, die heißt Caroline, ist das ein liebes Tier? Wegen dem Gegacker zogen wir aufs Land hinaus. Auf einem großen Bauernhof leben wir in Saus und Braus. Täglich frische Butter, Milch und auch mal Blumenkohl. Und mittendrin sitzt Caroline, die fühlt sich pudelwohl. Die Henne legt ein Ei, zum Frühstück sogar zwei. Fürs Omelett legt sie vier. Die Henne, die heißt Caroline, ist das ein liebes Tier?